Hallihallo, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch ein neues Mediabook aus dem Hause Wicked Vision Distribution mitgebracht. Wobei, neu ist nicht ganz richtig, denn dieses Mediabook ist bereits am 16. Dezember 2022 in den Handel gekommen und damit fast auf den Tag genau 2 Jahre nach der Erstveröffentlichung, die ebenfalls bei Wicked Vision erfolgt ist, und zwar im Rahmen von Wicked Visions damals neu gestarteter Black Cinema Collection. Da war dieser Film nämlich auch schon als Nummer 1 enthalten und hatte damals noch einen Sammelschuber mit dabei für die restlichen Titel der Black Cinema Collection. So, aber dieser Film hier ist etwas Besonderes, deswegen für alle, die den damals nicht bekommen haben oder die den einfach so im Mediabook noch in der Sammlung haben möchten, hat Wicked Vision jetzt auch noch dieses Mediabook nachgelegt. So, und es handelt sich dabei um Jack Starrett's Blaxploitation-Film Slaughter aus dem Jahr 1972 mit Jim Brown und Rip Thorne. So, hier haben wir es auch nochmal stehen, ja, Blaxploitation-Klassiker limitiert auf 333 Stück. So, Hauptfilm auf Blu-ray und DVD mit exklusivem Bonusmaterial. Und ich muss sagen, das Artwork, es ist das gleiche, was auch damals bei der Black Cinema Collection verwendet wurde. Ich finde es einfach geil. Es macht richtig was her. Ich persönlich habe bis vor einiger Zeit noch überhaupt keine Berührung mit Blaxploitation Filmen gehabt. Gut, Foxy Brown, Shaft und sowas, das kannte man alles, aber ich habe da halt nicht wirklich Narren dran gefressen, könnte man sagen. Aber Wicked Vision hat mir da geholfen, einige Wissenslücken zu schließen. Und mittlerweile, muss ich sagen, gefällt mir dieses Genre ziemlich gut. Und aktuell gibt es übrigens auch schon die zweite Black Cinema Collection, also die quasi Staffel 2, könnte man sagen, ebenfalls mit einer dicken, fetten Box, wo dann die einzelnen Teile rein können, aber das zeige ich euch demnächst, oder ich glaube, ich habe es euch schon gezeigt, je nachdem, wann ich dieses Video hochlade, spielt auch gar keine Rolle. So, wir schauen uns jetzt erstmal dieses Mediabook an, da haben wir hier eine 2-Disc Limited Special Edition, wie wir oben lesen können, dann haben wir hier Jim Brown Slaughter. Ja, und dann haben wir hier dieses, wie ich finde, extrem geile Artwork, richtig schön, das gefällt mir richtig gut. Auf der Rückseite haben wir Werbung für andere Titel aus dem Hause Wicked Vision, als da wären hier der Nachtportier, Highway zur Hölle, super geiler Trashfilm, ich liebe diesen Film. Oder hier Sorority Babes in Slime Bowl, Ballorama, ebenfalls super geil. Die Hexe des Grafen Dracula basiert auf einer Lovecraft-Geschichte und Tessie, der Snuff-Film. Oder Snuff-Movie, Tessis hieß der. Genau, habe ich nicht gesehen, aber kennen, ja. So, und jetzt haben wir hier das Frontartwork, das von der Binde hier oben und der ganzen Werbung und natürlich dem FSK-Flatschen befreit wurde. Und dann können wir uns das Artwork richtig schön im Detail ansehen. Und ich finde, dieses Artwork, das verrät schon, dass wir es hier mit einem wirklich Knaller Action-Kracher zu tun haben. Ich bin auf jeden Fall gespannt, gesehen habe ich den noch nicht, aber wie gesagt, ich habe mittlerweile ein echtes Fable für dieses Filmgenre entwickelt. Das ist noch eins von den älteren Wicked Vision Media Books, das heißt, das ist noch in Hochglanz. Mittlerweile sind die matt, finde ich schöner, aber Geschmackssache. So, auf dem Spine haben wir auch Slaughter drauf, stehen jetzt hier nichts von wegen Black Cinema Collection. Das heißt, ihr könnt euch den Film jetzt auch einfach so hinstellen und dann hier oben das Glubschauge von Wicked Vision, hier unten MGM und Blu-ray Disc. Und hab dann nicht wirklich den Bezug, aber ich denke, es lohnt sich. So, sie nannten ihn den Schlechter und sie hatten recht. Hammer. Naja, gut, also ich habe ja ein Fable für sowas, ganz ernst. Also ich mag ja solche Filme. So ein bisschen übertrieben, Grindhouse könnte man sagen. Wobei, die Blaxploitation-Filme, das war nicht wirklich Grindhouse. Die hatten auch eine Aussage. Da war was dahinter, ja. So, dann haben wir hier ein paar Bilder aus dem Film. Hier haben wir die Produktspezifikationen der Blu-ray und der DVD. Denn wir haben hier ein Kombipaket und dann haben wir hier noch das Bonusmaterial aufgeführt. Hier ein paar Urheberrechtshinweise und so weiter und so fort. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal von innen an.
Vorne haben wir die Blu-ray drin liegen. Die schaut so aus, auch ganz gut. Was habe ich hier? Also ich habe eben was am Auto gemacht, deswegen habe ich hier ein bisschen Dreck. Unangenehm, ja. Dabei habe ich mir die Hände gewaschen. Ich finde das immer furchtbar. Aber ja, gut. Jetzt habt ihr das sowieso gesehen, ja. Was soll ich drum rumreden? Hinten haben wir dann die DVD drin liegen. Die schaut so aus. Ja, und wir haben einen farbigen Innendruck. Hier ist das Tigerfell. Tiger, Leopard, ich weiß es nicht. Hier ein Katzenfell von einer Raubkatze, von einer Wildkatze. So, wir sehen auch, dass das Booklet hier mit dem Mediabuch verarbeitet ist. Das steht hier wie eine Eins. Wenn wir das so gerade hinstellen, dann bleibt das einfach stehen, richtig gut. Ja, es ist halt echt gut verarbeitet. Da gab es bei Wicked aber auch eigentlich selten Anlass zur Kritik, muss ich sagen. Also Wicked Vision Media Books, erstens sind die nicht sonderlich teuer, also jedenfalls nicht überteuert, wie bei manch anderem Publisher, und man kriegt immer wirklich gute Qualität. So, hier ganz wenig Bewegung drin, nach oben und unten quasi gar keine. Ideal, wirklich ein tolles Produkt, gibt es absolut nichts dran auszusetzen von meiner Seite aus, ja. Jetzt schauen wir uns mal das Booklet an. So, hier außen wirklich dick das Papier. Aber das hat halt auch den Nachteil, man kann es nicht wirklich gut aufblättern. Also zumindest aufblättern, hinterher umblättern dürfte kein Problem sein. Aber das erste Aufmachen, das ist immer, ich will ja auch hier nichts knicken. Ja, deswegen, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig. So, die Entstehung eines Blaxploitation-Klassikers. So, dann haben wir hier ein paar Bilder aus dem Film und die Ferrari, ja, das ist genau das. Das ist diese Atmosphäre, diese Stimmung, die diese Filme haben. Ich finde das einfach geil und ja, ich gucke mir sowas echt gerne an. So, das ist jetzt für meinen Geschmack etwas zu dicht an den Rand geschrieben. Man kann es zwar noch lesen, aber man muss es ganz aufklappen. Es ist jetzt nicht ganz optimal. Auch hier geht mir persönlich zu weit an den Rand, aber ja, man hätte dann halt eine Seite mehr rein oder ein Foto weniger, dann hätte es vielleicht geklappt. Das Ganze, man hätte ein bisschen, ja, die Schriftgröße ist auch gut, das heißt, da hätte man jetzt nicht viel verändern können, aber so dicht an den Rand, das, naja, hätte man vielleicht ein bisschen strecken müssen. So, dann haben wir hier noch eine Doppelseite mit Bildern aus dem Film, die sich, wie ich finde, ziemlich ähneln. Also das ist jetzt auch nicht ganz optimal. Jo, aber gut, was wollen wir hier groß rumschimpfen, ja? Bilder müssen ja rein, sonst liest das keiner, sonst sieht das langweilig aus, aber Bilder aus dem Film finde ich persönlich halt immer ein bisschen überflüssig. Also da würde es mir besser gefallen, wenn Behind-the-Scenes-Fotos da wären oder ja, hier sowas, ja. Ich meine, das sind auch Bilder aus dem Film, aber in Schwarz-Weiß, das ist dann wieder was anderes. Das ist so ein bisschen künstlerisch. Ja, ich weiß, es ist albern, aber ja, vielleicht sind das hier Kino-Aushang-Fotos, das kann ja sein. Ja, oder hier sowas, ja, so ein Porträt. Also so ein 1:1 Bild aus dem Film. Wobei, man könnte ja ein Spiel draus machen, ja. Man nimmt das Booklet, so, und spielt dann Bingo. Und wenn der Film läuft, dann einfach, den habe ich jetzt, den, da, Bingo. Wer es zuerst voll hat. Ja, okay. Ja, vielleicht macht man das einfach so, ne. Und dann schaut man den Film auch viel aufmerksamer. So wie damals die Shira-Folgen, ja. Man hat mal immer darauf geachtet, wann diese kleine Figur irgendwo auftaucht und man hängt dann direkt davor und guckt. So, naja, das war's dann. Ah, nee, noch nicht ganz. Ne, hier haben wir nochmal eine Doppelseite mit Filmbildern. Ah ja. Hier, das meine ich, ja. Haben wir, ich meine, gut, das ist das gleiche Motiv, was vorne drauf ist, aber ja, wenn wir das nehmen, ja, so Bilder, so Filmplakate, ich meine, der wird ja international nicht dieses Bild gehabt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass die in anderen Ländern, der wurde ja in sämtliche Länder verkauft, dass der da halt andere Artworks hat. Die hätte man mit reinmachen können, aber ist halt die Frage, kann man das, ja? Weil wenn Bildmaterial da ist, dann hat ja auch irgendeiner die Rechte da dran und dann muss man halt gucken, ob man die bekommt für so eine Veröffentlichung. Und ist dann auch immer eine Frage, ja, des Geldes. So, auf jeden Fall eine tolle Veröffentlichung, an der ich persönlich nicht viel auszusetzen habe, bis halt auf, ja, hier die Bilder, aber gut. So ist es halt und ich sag mal so, macht ja jeder. Ja, dadurch wird es nicht besser, aber relativiert ein bisschen. Slaughter. Seit dem 16.12.2022 im Mediabook von Wicked Vision erhältlich. Ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen. Den Link zu Wicked Vision findet ihr unten in der Infobox. Habe ich gar nichts von, aber wenn ihr draufklickt,
dann könnt ihr euch das Produkt direkt on Detail ansehen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, seid schlau, schaut blau und wie immer, bleibt geil. Euer Michael Speyer.